Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema klassisches GNOME-Menü installieren. Wer bei Ubuntu lieber mit einem klassischen GNOME-Menü arbeiten möchte, kann ein Applet namens Classic Menu Indicator, geschaffen für den Benachrichtigungsbereich, rechts oben installieren. Folgende Schritte ebnen den Weg ins System: Terminal aufrufen, dann eingeben sudo add-apt-repository ppa:/testing, um ein ppa hinzuzufügen, Enter, Passwort eingeben, dann ein Update durchführen mit sudo apt-get update, Enter. Und zum Schluss wird dann noch das Paket Classic Menu Indicator installiert, und zwar mittels Kommando sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen installiert Zeichen Classic Menu Indicator und Enter. Ebenso gibt es dann noch eine zweite Variante, und zwar manuelles Installieren. Auf dieser Seite findet man ein Paket mit den Quellcode-Dateien und ebenso ein Debian-Paket, das man eben manuell installieren kann. Nach einem Neustart ist das klassische GNOME-Menü oben rechts in der Leiste zu finden. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!